Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Crab Champions. Heute wollen wir das Spiel einfach nochmal wieder auspacken. Ich habe das vor 2 Wochen ungefähr schon mal gezockt. Und da haben wir eigentlich 1-2 sehr coole Runden gespielt. Einmal habe ich Solo gespielt und mit SG Hakan, mit Gnu und mit dem lieben Sterzig. Und ich dachte, ich schaue heute einfach nochmal rein. Ich weiß gar nicht, ich glaube nicht, dass es Updates gab in der Zwischenzeit, aber ich bin da jetzt auch nicht so confident. Ich habe jetzt mich nicht drauf geachtet, weil es gibt so Tage, an denen update ich einfach meine Stream-Library und dann achte ich auch nicht drauf, welches Spiel da jetzt quasi ein Upgrade bekommen hat oder ein Update vor allem. Ich muss sagen, Crab Champions ist für mich auf jeden Fall ein super kurzweiliges Spiel, wo man einfach immer mal wieder so reinschauen kann, ein bisschen chillen kann und eigentlich eine Good Time haben kann. Deswegen gehen wir jetzt hier rein. Und wir gehen mal hier für den Damage. Und wir gehen mal für die Healing Chest. Vielleicht kriegen wir sowas wie Life Rack oder so. Oh, weil die dann noch schnell was trinken. Jetzt müssen wir aufpassen. Unser Damage finden wir natürlich gut. Jetzt müssen wir nur schauen, dass wir nicht unsere Fire Rate zukünftig noch weiter reduzieren, weil die Waffe lebt eigentlich von einer hohen Fire Rate. Aber bisher alles chillig. Ich weiß nicht, ob es diese Schnecken schon gab vorher. Also, dass die so dieses Movement da machen. So, was haben wir hier? Gain 17 Crystals, but lose 33% of your max health. Komm, wir gehen damit mal. Wir können das nochmal machen. Aber 17 Crystals sind einfach zu wenig. Wir gehen einfach mal für das Low Life. So, increase max health. Max health increase when making purchases at shop. Chance for enemies to drop health pickups when eliminated. Na komm, dann gehen wir doch nochmal hier mit. Da geben wir High Risk, High Reward. Dann sind wir nämlich gleich schon bei einem ordentlichen Payout. Und wir gehen nochmal für den Double Healing Chest. Vielleicht kriegen wir dann zweimal Life Leech oder so. Am Anfang ist es doch so, dass wir hier eh durchkommen. Oder nicht? Nehmen wir den Blob da weg. Das ist eine Spike Chest. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Alter, das sind mir zu viele. Also das Spiel will mich auch ein bisschen trollen, glaube ich, manchmal. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob ich gerade Glück hatte oder was einfach nur krass aussah, was da gerade passiert ist. Wir gehen hierfür auf jeden Fall nochmal. Ich sehe gerade, wenn man diese Booster benutzt. Ich habe Slow-Mo, wenn ich ins ADS gehe. Das ist ja mega. Aber wahrscheinlich nur im Singleplayer. Ich gar nicht. Wo kommt mir das nur so vor? Wo kommt mir das auch nur so vor? Da bin ich gerade ein bisschen dumm. Ich weiß es nicht. So, Health Regeneration, Health when dealing damage und Damage Increase when at low. Aber ich würde natürlich das hier nehmen. Increase Health. Heal after melee elimination. Health, max Health increase after every 8 close range eliminations. Nennen wir das. Und dann brauchen wir langsam mal ein bisschen Schaden. Also die ganze Zeit jetzt hier die Healing Chests zu gehen, das bringt uns ja auch nicht weiter im Leben. Dann fehlt uns ja immer der Damage. Ja, es fühlt sich an wie ein Slow. Das ist ja wild. Aber das ist nur, wenn ich springe. Das ist nur im Sprung. So. Ist ja krass. Das macht es ein bisschen einfacher irgendwie. Oh mein Gott. Oh mein goodness. Oh mein Damn. Und ich benutze meine Granaten. Warum sind die gerade explodiert? Ich habe jetzt gemerkt, ich benutze meine Granaten ja gar nicht. Ja, das ist natürlich auch noch, ne? G ist eine wichtige Taste. F ist so die Melee-Attacke hier und mit G kann man auch so eine schöne Granate werfen. Das hatte ich jetzt ja gar nicht mehr auf dem Schirm. Wo ist denn hier meine Chest? Da sind noch kleine Crystals. Nehmen wir noch mit. Hier unten, oder was? Hä? Bin ich dumm? Hallo? Da stand doch gerade, ich habe die Map geklärt. Da, oh mein Gott. Hä? War das eine Flawless?
War das eine Flawless Map und ich habe verkackt? Ich bin so verwirrt gerade, okay. Ich weiß nicht, was da gerade passiert ist. So, jetzt übrigens Pro-Tipp. Wenn bei diesen Totems du mit Live bezahlen kannst, ist das hier zum Beispiel mega nice. Ich hätte random Dings. Oh, Black Hole. Oh, nee, das war jetzt nicht so gut. Jetzt habe ich nur 75 Max Live. Ja, scheiße. Ja, gut. Use this Totem. This Totem has explored. So. Grenades explode into black holes that suck enemies in and destroy projectiles. Oh mein Gott. So, get a random pickup, den krieg ich for free. A chance to get a additional reward chest when flawless clearing an island. Oh, das ist nice. Aber wir haben jetzt so 75 Max Health. Das ist echt wenig. Shots deal more damage when hip firing, but less when aiming. Damage increase to nearby enemies. Reloading fires an arc of powerful projectiles. Max health increase after every close range. Okay. Lohnt sich ein Reroll für 10? Ja, lohnt sich schon. Shots deal more damage but move in 6 seconds. Health regenerates over time. Ja, nehmen wir auch noch mit. Und dann gehen wir ins Elemental. Übrigens, ich kann Englisch, bevor ich jetzt gefragt habe, was liest ihr da eigentlich für einen Shot vor? Ich bin nur tatsächlich sehr schlecht darin, in Englisch vorzulesen. Aber ich habe alles verstanden. Ich habe den Witz verstanden, okay? Guck mal, wenn ich jetzt nachlade... Oh mein Gott, ich will nur noch nachladen. Was passiert? Das hat einen Cooldown, wie mir scheint. Man weiß jetzt manchmal nicht, ob das meine oder... Junge, was ist bei ihm falsch? Alter! Wo bist du denn hergekommen, mein Freund? Alter, wer schießt denn? Ist es immer noch der? Warum ist der denn so crazy? Ich dachte, den hätte ich schon erwischt. Naja, okay, wir haben ihn auf jeden Fall. Wir haben jetzt nur leider nicht Flawless beendet. Und Elemental Chest. Burn. Random. Poison. Ich finde, glaube ich, sogar Poison besser als Burn. Wir gehen nochmal für Damage. Wir brauchen natürlich auch ein bisschen mehr Leben, das ist klar. Aber ist das Heilung? Das ist Heilung, oder? Oh, jo. Manchmal kennt man nicht, wessen Projektile man da gerade sieht. Ob das meine eigenen sind oder die von den Enemies. Boah, das war ein krasser Multikill. Okay, weiter geht's. Ja, ich... Oh mein Gott. Okay, wir müssen hier hinten hin. Das heilt mich. Ja, Granate. Ich habe eben noch über die Granate gesprochen. Und jetzt habe ich sie selber immer noch nicht benutzt die ganze Zeit. Aber wir kriegen es hin. Oh, Jesus, Alter. Ich habe so viel geschluckt. Aber wieso hat der... Also, ich habe das Gefühl tatsächlich, das Spiel ist ein bisschen schwerer geworden. Also, not even joking. So, Shots deal more damage but move in zigzag patterns. Chance to firebolt and deal damage over time along with your shots. Ja. Das andere ist irgendwie Granaten-Upgrade. Komm, wir gehen nochmal für den Flawless Try. Vielleicht schaffen wir es. Okay, kann ich jetzt nicht beurteilen, ob das geklappt hat, ehrlich gesagt. Oh my goodness. Oh my goodness. Oh my goodness. Bisher habe ich zumindest, seit ich Oh my goodness gesagt habe, kein Leben verloren. Und hier knallt es richtig rein in die Ohrmuschel. Oh Jesus. Es sind so viele Gegner. Holy shit. Es ist wirklich... Ah, ich habe kein Leben verloren. Oder ich habe Instant Healing gehabt. I don't know. Haben. Bitte. Oh nein, keine Flawless-Runde. Sickte, und das war so knapp.
War das eine Horde-Map? Ach, scheiße. Das ist kein Healing gewesen, ne? Na gut. Poison Debuff Stack on Increase. Hab ich Poison? Ja, ich hab Poison. Increase Damage to Poisoned Enemies. Ja. Mach ich lieber das. Dann ab in den Shop. Jetzt hätte ich noch gucken müssen, ob da Kristalle sind. Scheiße. Egal. Ja, ist nicht so einfach, eine Flawless-Runde hinzubekommen, tatsächlich. Also für mich zumindest nicht. Aber ich habe echt das Gefühl, es ist ein bisschen schwerer geworden, das Game. Ich habe aber die Schwierigkeit auch nicht höher gestellt. Nicht bewusst zumindest. So. Max Health Increased. Bronze Armor. Und wir nehmen mal das mit. Max Health Increased after every 8 Close Range Dinger. Nee. So. Chance to fire deadly shotgun blast along with your shots. Chance to fire high damage bullets along with your shots. Okay, wir können uns eh nicht mehr leisten. Und dann gehen wir zum ersten Bossfight, der zumindest in der Gruppe super easy ist. Aber wir haben auch schon gesehen, das kann... Oh shit, oh shit. Was? Oh mein Gott, der hat mich einfach überrannt. The fuck, er hat mich einfach gewone-shottet. Aber ich muss noch sagen, ja, die Standardwaffe ist es vielleicht nicht. Hm. Ah, die Burst Pistol. Ja doch, wir versuchen es einfach nochmal. Aber wie hoch ist die Difficulty? Normal. Achso, es hat sich automatisch auf normal umgestellt, weil wir... verstehe. Aber ist auch okay. Weil wir die erste Stage geklärt haben. Ja, es ist echt nicht so easy dann. Vor allem, es sind einfach mehr Gegner. Und diese scheiß Totenköpfe. Aber das heißt, wir müssen jetzt einfach ein bisschen schlauer unsere Perks nehmen. Damit wir da einfach auf der Safe-Seite sind. Das ist Heilung, ne? Ja. Okay, wollte ich nur mal eben nochmal checken. Max Health Increased. Oh mein Gott, das war gar nicht Heilung. Das war Max Health Increased. Oh, ich bin da rausgegangen. Ja, schade. Chance to fire Mace Balls along with your shots. Die Shots immer Damage for each shot fired until reloading. Nee, nehmen wir die Mace Balls. Und wir gehen mal für Economy, damit wir einfach ein bisschen mehr Geld haben und uns mehr Perks holen können. Weil mehr Perks gleich mehr Win. Versteht ihr, wie ich meine? Auch im echten Leben. Alter, jetzt kommen hier die Käsebälle aus meiner Waffe, Digga. Da hinten ist auf jeden Fall schon mal ein Health-Totem. Das können wir uns nachher mal angucken. Granate nicht vergessen. Manchmal springen die mich einfach so an und es tut einfach nur weh. Fühlt aber auch ein bisschen random, wie die manchmal springen. Aber, naja. It is what it is. So, das haben wir. Dann gucken wir uns das Totem mal an. 50% to double your health. 50% to half it. Oh, nice. Sehr gut. Jetzt haben wir 215 Max Health. Und sobald wir das erste Mal im Shop sind, werden wir gleich richtig schön hochheilen. Das wird uns auf jeden Fall sehr viel Sustain geben. Und so können wir ein bisschen länger überleben. Das ist schon mal nice. Gain Crystals when healing. Gain Crystals when damaging enemies. Ich glaube, ich mache erstmal das. Wir nehmen die Speed Chest, damit wir einfach ein bisschen besser vorankommen. Weil ich habe jetzt auch schon gemerkt, letzte Runde haben die uns manchmal einfach auch einfach technisch übermannt. Ne? Haben wir auch beim Boss gesehen, da bin ich gar nicht mehr weggekommen. Aber der hat mich wirklich komplett hops genommen. Holy shit. Hier ist auch noch ein Totem, habe ich gerade gesehen. Ich weiß auch gar nicht, ob die Chance für Totems im normalen... Oh mein Gott, ich bin so low. Oh shit. Ich glaube, wir kommen jetzt in den Shop gleich, oder? Jetzt mal gucken, was hier ist. We don't have enough health. Ah, super. Ja. Also es lohnt sich auf jeden Fall immer, die Map nochmal abzuscouten, um zu gucken, ob hier irgendwo was ist. Fire Rate increased, but shots deal less damage. Gain more dashes, shots are faster and less affected by gravity. Okay, die sind wirklich schnell. Okay, das haben wir. Wir versuchen nochmal Flawless, aber ich habe irgendwie das Gefühl, Flawless ist echt
In dem Spiel ist jetzt gerade aktuell für mich nicht gut spielbar. Ich bin einfach. Einfach kacke. Ich wollte gerade sagen, Alter. Ich glaube, der hat mich noch nicht getroffen. Der hat mich getroffen. Ich hasse alles. Ja, die spawnen dann auch schon hinter mir irgendwie und ist nervig. Ich bin schon wieder fast tot. Moin. Und es ist ja auch wieder nur Horde. Das habe ich auch wieder nicht beachtet. Es ist ja tatsächlich einfach nur Horde. Ich muss ja eigentlich nur weglaufen. Ah, das müssen wir besser beobachten, Mann. Wir verlieren so viel dabei. Deswegen wir jetzt dann wieder nicht einen Flawless-Bonus bekommen. Und wir haben 16 Leben, das kommt auch noch dazu. Dabei haben wir so viel Max-Health, aber wir kommen jetzt in den Shop. Destroying destructible rocks has a greater chance to spawn loot. Chance to gain ammo when dealing damage. Chance based on totems are more likely roll in your favor. Ja, finde ich geil. Probieren wir mal. Okay, dann gehen wir mal für die Heilung. Das ist sehr nice. Wir haben hier jetzt auf jeden Fall Max Health wieder erreicht. Also hier ist noch nicht Hopfen und Malz verloren. Ne? Hätten wir jetzt hier noch eine Runde spielen müssen, wo wir Damage kriegen können. Ja, so ein kleines Opfer. So, Chance for enemies to drop health pickups when eliminated. Shots stick to enemies and deal more damage, but their shot delay before they blah blah blah. Fire rate increase and shots deal less damage. Machen wir so. Bronze Armor. Hä? Wie bin ich rausgechappt? Hilfe? Okay. So, increase max health and heals 33%. Reloading damages and knocks back nearby enemies. Gain crystals when damaging enemies. Level 2. Ja, jetzt haben wir viel zu wenig. Ich kotze mich selber an. Ah, den hätte ich schon gern genommen. Nur nochmal Elemental. Ne? Elemental Chest. Oh, der. Oh. Ja, alles gut bei euch. Ich krieg ja gar keinen Schaden. Hilfe! Eine Gefahr, bitte helfen Sie mir. Der kriegt ja gar keinen Schaden. Ach du Scheiße. Lass mir einen kleinen Scheiß hier nochmal eben nehmen. Oh, das ist nicht gut. Das hatten wir eben schon mit dem Boss. Aber wieso kriegt ihr keinen Damage? Ja, natürlich habe ich jetzt wieder. Also. Das muss ich sagen. Gefällt mir jetzt nicht so. Komm schon. Komm schon. Ich habe nur ein Leben. Oh Mann, ey. Ja, also. Ich muss sagen, ist nicht so einfach. Shots Freeze Enemy, Shots Shock Enemy, Shots Poison. Ja, wir nehmen mal Freeze. Und müssen halt echt mal gucken. Das ist ein Problem. Gott, ich habe alle Bullets gedodged. Ja, Leute, wie ihr seht, Normal Mode für mich irgendwie gerade nicht so easy machbar. Aber lasst mir gerne mal in den Kommentaren ein paar Tipps da. Und dann spielen wir das nochmal und dann sagt mir mal, was ihr besser gemacht hättet. Und vielleicht auch eine andere Waffe. Ich habe leider aktuell keine Schlüssel. Man könnte jetzt aber noch welche farmen im Easy Mode, um andere Waffen vielleicht freizuschalten. Vielleicht mache ich das dann mal. Und dann würde ich sagen, haut rein und good luck in E-Sport. Ne? Bis zum nächsten Mal. Adieu.